Herzlich willkommen auf dem Kanal Corvus Laborat. Wie ihr seht, es ist schon ein wenig später geworden. Ich war dann zwischenzeitlich auf der zweiten Notfunkübung mal zugange. Da hätte ich natürlich wunderbar mein Köfferchen brauchen können, aber es war noch nicht fertig. Also, bauen wir heute einfach mal weiter. Ich habe mir gedacht, bring mal da mal irgendwie eine Antenne dran, ne? Ich war dann heute Morgen mal zu Gange in meinen diversen Kisten. Ja, es gibt da einen ganzen Haufen unterschiedliches Zeug. Mal irgendwas zusammenzusuchen, was man da irgendwie benutzen könnte. Mein Favorit sind dann nicht diese DV-Anschlüsse. Ich reflektiere eigentlich mehr auf einen PL-Anschluss. Den könnte ich mir da mittels 4 Schrauben festschrauben. Sowas habe ich noch da, kein Problem. Der Koffer ist allerdings so dünn, dass die Schrauben nicht lange halten werden. Habe ich mir überlegt, da muss was anderes her. Es gibt solche DV-Füße, die haben unten einen PL-Anschluss und oben einen PL-Anschluss. Sieht also irgendwie so aus, nur gerade mit Gummi. Was soll ich sagen? Corvus Laborat, das Zeug kostet, also nehmen wir das mal, wenn wir andere Möglichkeiten haben, nicht. Jetzt habe ich hier irgend so was Antiquiertes, da so einen gewinkelten Stecker, Anschluss, ja, und der hat da unten ein Loch. Allerdings hat der ein wunderschön langes Gewinde. Weil ich muss ja durch den Koffer durch und muss anschließend da irgend noch einen PL-Stecker drauf kriegen. Also, der kommt eigentlich in die nähere Auswahl. Ich hätte allerdings auch noch zur Verfügung so einen gewinkelten mit PL-Stecker am Ende, womit ich extra etwas flexibler wäre. Allerdings hat der ein ziemlich kurzes Gewinde. Wenn ich das in den Koffer einbaue mit Dämmung und tralala, dann bleibt nachher noch so ein Stückchen über. Also ich denke mal nicht, dass ich den verwenden möchte. Was sehe ich denn da gerade? Nein! Jetzt habe ich gedacht, man könnte hier die Kappe abmachen und da reinstecken. Das geht nicht. Schade eigentlich. Ich glaube, das Sammelsorium tue ich mal weg. Und mit dem Bauunterlegscheib, Kfz, Verkleidungsclips, bauen wir jetzt einfach mal weiter. Leute, 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 einer, der gar nichts wegwirft, bisweilen auch irgendwas aufhebt, was er unterwegs bei der Hunderunde findet. Das Ding passt haargenau da rein. Ich glaube, das werde ich jetzt ein wenig säubern, ein wenig einkürzen. Und dann werde ich das einkleben mit Heißkleber, blopp, stoppen drauf, fertig. Also da muss jetzt eine Ecke raus, weil da das Gewinde guckt. Seitenschneider. So, die Ecke, die da zu viel ist, habe ich jetzt mit dem Seitenschneider rausgearbeitet. Ich stoppe mir jetzt nicht ganz rein, weil dann ist er drin. Dann mache ich nochmal die Heißklebepistole an und dann geht's weiter. Damit ich nachher keine bösen Überraschungen erlebe, messen wir das Ding mal durch. Obwohl passieren kann da eigentlich nichts. Ich habe geguckt auf die Mechanik. Also von daher ist der Übergang in Ordnung. Also der da unten, den ihr da unten drin seht, der kann eigentlich nicht losgehen, aber man
Guck lieber mal. Die Heißklebepistole ist nicht so heiß, dass es das Lötzinn da unten auflösen würde. Dann macht man das Ganze dick mal wasserdicht. Na, noch ein bisschen. Und dann tun wir mal die Stopfen rein. Wo ist das? Der läppt so rum. So. Und fertig und zu ist die Kiste. Leute, ich sag's ja immer, schmeiß nichts weg. Kann man alles brauchen. Jetzt bohren wir uns mal ein passendes Loch. An passender Stelle in den Koffer. Das da. Legen wir wieder beiseite. Da so ungefähr könnte das hinkommen. Ich wollte eigentlich ganz auf die Ecke, aber dann komme ich mit meinen Verstärkungen nicht mehr aus. Weil, wie gesagt, das Blech hier ist so hauchdünn, da kann ich nicht allzu viel machen. Also da muss er hin. Natürlich in der Mitte. Ihr habt gesehen, wie dünn diese Angelegenheit ist, nicht wahr? So, jetzt müssen wir auf diese Dicke erweitern. Und das bei dem dünnen Material wird mit Sicherheit eine lustige Geschichte. Also 2,5 war eben. Das war 4,5. Weil wenn ich darauf drücke, habe ich direkt eine Beule drin. Sechs Komma fünf, 10, 15. Ist da, wo die helle Markierung ist. Aber logischerweise von der anderen Seite, nicht wahr? Und dazu mache ich mir erstmal in diese und in diese Scheibe ein entsprechendes Loch. Das mache ich aber auf der Standbohrmaschine, weil das kriegt ihr nicht mit der Hand gehalten. Also 15er Loch hier rein und hier rein. Einmal für außen, einmal für innen. So, Nummer 1 passt schon mal. Nummer 2 ist dann auch fertig. Ein PL-Winkel. Eine Feststellmutter. Stelle ich gerade fest, ich brauche noch ein. Habe ich. Da liegt die Feststellmutter. Zahnscheibe
Obwohl wegen der geringen Belastung bei so einem Koffer könnte man darauf eigentlich verzichten. Machen wir auch, wir kommen nämlich viel zu hoch. Also, Unterlegscheibe, große. Dann schraube ich da mal mein Gerätchen drauf, was da später dran soll. Und aller Voraussicht nach auch dran bleibt. Schau, dass ich die Öffnung finde. Ist nämlich nicht so einfach. Da ist nämlich noch Karton im Weg. Jetzt mit Gefühl, weil ich will das Loch ja nicht größer machen, sondern nur den Karton beseitigen. Und wer jetzt glaubt, der hätte alles richtig gemacht, der ist einer falschen Annahme. Das Ding kann nicht dranbleiben, das hier. Übrigens, die Mutter auch nicht. So, das Ding. Und das ziehen wir jetzt mal ordentlich fest. Und dann kommt da so eine Abdeckkappe drauf. Davon habe ich noch welche. Und dann ist die Geschichte nach oben zu. Hier kommt später die eine oder die andere Antenne dran. Warum ich das Gerätchen wieder abmachen musste, der Punkt war hier. Also der Punkt ist höher wie die Unterlegscheibe. Dementsprechend hätte das Ganze verkantet. Ich komme also nicht auf das passende Niveau. Ich hätte da so eine Stufe gebraucht. Also, nehmen wir Kabel. Ist ja nicht, als wenn ich kein Kabel hätte, nicht wahr? So. Und von außen sieht das nachher so aus. Man kann ja also tragen und da kommt die Antenne dran. Um den komischen Versatz auszugleichen, den ich in dem Koffer jetzt habe, durch die unterschiedlichen Geräte, schneide ich mir aus diesem L-Profil mal einen Winkel, der exakt die Abmessungen von dem Matcher hat. Der Winkel ist geschnitten. Ich habe jetzt hier ein Stückchen Sperrholz, was genau die Dicke hat von dem Versatz, den ich brauche. Und da bohre ich mir jetzt zwei Löcher rein. Auch in das Gehäuse von dem Matcher. Und dann schraube ich das da dran fest und das dann an dem Koffer fest. Nein, ihr werdet sehen. Eins direkt am Anfang. Egal, was ihr sagt. Das Antennenanpassgerät oder auch Matcher genannt, ist Bestandteil der Antenne. Kommt also vor die Antenne und hinter das Stehwellenmessgerät. Nirgendwo anders sonst. Sollte ich diesbezüglich anderweitige Kommentare lesen, werde ich die mit Sicherheit nur dahingehend beantworten, dass ich sie lösche. Ich habe keine Lust auf diese Art Diskussion. Es gibt unterschiedliche Meinungen in unterschiedlichen Foren. Leute, das Ding ist Bestandteil der Antenne, weil es passt die Antenne auf die Frequenz hin an, beziehungsweise es gaukelt dem Funkgerät vor, dass die Antenne passt. Es macht ja nichts mit der Antenne selber, weil die Antenne ist nun mal mechanisch so und so lang. Also, das Ding ist Bestandteil der Antenne und kommt direkt an die Antenne.
Nicht irgendwo anders sonst, also hinterm Funkgerät und vor dem Brenner. Nein. Ich baue es mal. Da ich ja aus Gründen der Anfertigung von Löchern das Gerät ja öffnen muss, nutze ich direkt mal die Gelegenheit, um euch zu zeigen, wie so eine Matcher von innen aussieht. Also ihr seht, das sind zwei Potis und eine Spule. Und da unten drunter ist nichts. Ein Haufen Lötfläche, zwei Potis und eine Spule. Keine Platine, nichts. Da ist also nichts, was irgendwie rausrechnen könnte. Das heißt, die reflektierte Welle wird einfach nur eliminiert. Das Ding tut eigentlich nichts Besonderes. Eigentlich ist es nur ein Filter. So, ich bohre mal Löcher. Die Löcher sind gebohrt, die Schrauben sind schon mal passend. Jetzt muss ich darauf aufpassen, dass ich diese Seite, wo nichts im Weg ist, nachher so rum heraufsetze. Und jetzt muss ich hier zwei Löcher reinbohren und in der Kiste im richtigen Abstand zu meinem Antennenfuß. Kleine Programmänderung wieder mal. Ich habe jetzt mal den Winkel von außen angeschraubt, dann habe ich es nämlich definitiv einfacher, ihn an der Kiste zu befestigen. Die Schrauben habe ich eingekürzt, nicht, dass die unten irgendwo drankommen. Jetzt setzen wir das Gehäuse wieder auf, passen es an und dann bohre ich mir die Löcher. Ja. Vorher muss ich allerdings noch einen Streifen schneiden, weil, wie ihr wisst, das Ding ist dermaßen dünn, ich muss das von außen verstärken. Aber wie ihr wisst, ich habe ja noch Reste. 17 cm lang. Klack. Bombenfest. Und das wird mein Verstärkungswinkel von außen. Ihr erinnert euch an das Ding, ja? Aber wir machen was länger. Also, so ungefähr. So, die Gegenplatte habe ich. Und jetzt positioniere ich dieses Gerät in dem Deckel, bohre dann die Löcher, setze von außen wieder auf und schraube fest. Ja. So, und da schraube ich das jetzt mal fest in der Hoffnung, so wie immer, liebe Leute, dass ich da nicht verrutsche. Und hinten weit genug mit dem Bauch weg bin, nicht, dass ich da ein Loch habe. Dann ziehe ich das mal fest, weil ab jetzt zählt jeder Millimeter, halber Millimeter. Jetzt kommt es nämlich drauf an, auf den halben. Weil, wie ihr wisst, da unten, da liegt ja so ein Gitter. Ich wollte ursprünglich da in der Nische auskommen, aber das hat ja nicht funktioniert. Also, nichts liegt im Weg. Na, 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 na.
lassen. Das ist fest. Und jetzt kommt der lustige Teil, oder wieder ein lustiger Teil, ein Power-SWR-Meter. Würde ich gerne dort unten platzieren. Alleine darum, dass man es im direkten Sichtbereich hat, wenn das Gerät im Einsatz ist. Das Problem dabei, über das ich jetzt erstmal wieder nachdenken muss, das hübsche Kistchen ist von hinten verschraubt. Das heißt, wenn ich den hinteren Deckel abmache und an der Wand festmache, kann ich ihn von hinten nicht mehr festschrauben. Leute, ich gehe mal denken. Ich glaube, mit einem Halter dieser Art, der natürlich dann hier abgewinkelt wird, könnte das zum Erfolg führen. Ich probiere es einfach. Ihr kennt mich, ne? Ja.